Moin meine Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastic Ladies, euer Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres Madden NFL 17 Ultimate Team Let's Plays für euch. Ja, falls ihr demnächst mal Videos auf dem Pack-Opening habt, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare. Ein paar YouTube-Kollegen wie Toke zum Beispiel, da hat er gesagt, ja, nee, machen wir nicht, solange die Belohnungen so schlecht sind. Wenn es wieder gute Packs gibt, könnten wir auf jeden Fall ein Pack-Opening machen. Wenn ihr Lust dazu habt, gerne in die Kommentare schreiben. Die Fliege aus dem Lynch-Partner, ich habe sie nicht gekriegt hier. Eine Aufnahmesession und jetzt ist die hier wieder am Start. Hoffentlich stört es uns nicht bei Ultimate Team. Wir gehen jetzt rein ins nächste Game, spielen mal einen normalen Head-to-Head-Modus. Einige meinten ja, was gibt's denn da für Belohnungen? Ja, bis zu 5000, glaube ich, wenn man gewinnt. Ich habe jetzt nur gerade keine Tickets und will jetzt nicht schon wieder mit 2 Euro hier welche kaufen. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele gekauft. Und ja, wir sehen es mal zu. 10.000 Coins wollte ich da nicht investieren in die Tickets, deswegen spielen wir jetzt mal normal, aber demnächst wird es dann wieder ganz normal auf den Head-to-Head-Modus mit den Tickets geben als Eintritt. Heute mal eine normale Partie. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf und sehen wir uns gleich im Gameplay wieder. Viel Spaß. Und da geht's mal rein in die Partie hier gegen unser Gegner in Green Bay Packers Jerseys. Ted Ginn Jr. mit dem Return bis an die 24. Also ein kleiner Verlust dann doch hier für uns. Die Facecam leider wieder gesponnen. Wenn ich wüsste, woran es liegt, könnte ich es beheben, Leute. Ich weiß es nicht. Mal läuft sie einfach 3-4 Aufnahmen und mal stürzt sie einfach in jeder zweimal ab. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, dann hätte ich es behoben. Das ist echt sehr, sehr mysteriös. Die ganze Geschichte. So, Demaryius Thomas gut gemacht. First down hier. Relativ easy. Weiter vorne gekommen. 13 Yards Raumgewinn waren das hier unterm Strich. Und das ist, wie gesagt, nicht der Ticket-Head-to-Head-Modus, das heißt, sondern der freie. Dementsprechend vielleicht hier die Gegner auch ein bisschen anders. Das werden wir gleich sehen. So, Halfback Slipstream, der ist ganz okay, aber super verteidigt hier, muss man auch wieder sagen, vom Verteidiger. So, dritter und 15. B, ja, safe ist hier nix. Sehr, sehr bitter. Ja, gut, dann müssen wir jetzt punten. So viel dazu. Der Blitz kam durch, schön gemacht, gut verteidigt. Intelligent verteidigt hier vor allen Dingen auch von unserem Gegner. Und jetzt geht dann hier die Luzi ab. Oh, und der war komplett verzogen. Komplett verzogen. Mehr als ärgerlich. Petersen. Ja, macht er gut. Und dann gibt es auch einen bösen Hit hier mit. Und das ist ein Gegner, gegen den man eigentlich ganz gut mit Manndeckung fahren könnte. Die Offensive scheint jetzt nicht so stark zu sein. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Mit der Manndeckung, aber der Fumble war auch direkt am Start. Also vielleicht sollten wir da wirklich ein bisschen Druck machen. So, rauf geht's. Der Blitz. Ja, der ist gut frei gewesen. Der andere war frei. Was macht er denn? 2010. Jurrell Casey und die anderen Jungs natürlich jetzt hier im Pass Rush. Mal gespannt, was passiert. Von Miller. Und das ist beinahe die Interception. Also hier doch auch Glück für den Gegner. Der wird... Dritter und 10 jetzt erst. Der wird natürlich jetzt gleich punten müssen eventuell. Schauen wir mal, was passiert. Eventuell nochmal die Manndeckung oder machen wir Cover 3. Es ist immer schwer zu sagen, was letztlich das Beste ist. Die Curl Flats haben wir hier. Russell Wilson legt sich da auf den Boden. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Hat der gesoffen, der Gegner? Sag mal. Hat der ein bisschen zu sehr hier am Gläschen genippt oder was? Also da muss man ja sagen, das läuft. Ja, das läuft. Und das ist inkomplett und dann bekommen wir hier den Ball. Ich würde mal behaupten, alles super. Jetzt versuchen wir den Gegner hier mal ein bisschen auszuspielen und die ersten Punkte in dieser Partie zu erzielen. So, ab geht's, Adrian Peterson, klar, an der 41, das ist ein klarer, beschissener Spielzug gewesen, PA Post, Hopkins, plus 5 Speed, guckt euch das an, das ist ja hier easy peasy, das ist ja hier easy peasy, was da läuft. Da hinten rein, DeAndre Hopkins hier, sicherer Catch, Touchdown. So einfach ist das. So einfach läuft das hier. Und damit sind wir jetzt hier schön gediegen 7-0 vorne. Und der Gegner wird es vielleicht hier das Spiel quitten. Ja, noch tut er es nicht. Das ist auch besser so. Wäre ja ein bisschen doof, wenn er das jetzt machen würde. Wäre ein bisschen ärgerlich. Die Verzögerung ist sehr bitter. 7-0 Führung jetzt auf jeden Fall erstmal für uns. Ich bin gespannt, was er jetzt in der Offensive zeigt. Klar, er muss jetzt auch was zeigen, weil ich denke, wenn wir ihn jetzt gut stoppen, dann wird er wahrscheinlich doch zum Rage Quit greifen irgendwie. Vor allen Dingen, weil das ja hier alles nichts kostet. Kein Eintritt, kein Nix. Da sagen sich die Leute daneben auch, ja gut, drauf geschissen nach dem Motto. Aber jetzt returnt er erstmal ganz normal. Bekommt hoffentlich einen guten Hit hier mit. Und wird an der 22 gestoppt. So, Laufspielzug kommt noch nicht vom Gegner. Und dann liegt er hier am Boden schon, der Quarterback Von Miller. Dafür haben wir den Jungen bei uns. So, Cover One Hole Spielzug.
Incomplete, auch der Ball. Ah, sehr schön. Russell Wilson, 1 von 6. Und jetzt Cover 2. Russell Wilson wird natürlich passen müssen. Wir kommen vorbei. Und dann haben wir da den. Oh, fast die Interception gefangen, aber der Ball kommt an. Das kann nicht wahr sein. Hier, 4. und 1. Auch den wird er wahrscheinlich wieder ausspielen, wie ich ihn kenne. So, und dann macht er hier was? Den Pass. Ja, ja, das haben wir schon geahnt. Und das ist ein guter Pass, aber der reicht nicht aus. Das ist kein First Down. Und jetzt wird er hier zum Rage Quit greifen. Schätze ich mal. Eieiei. Manche Leute machen es einem nicht leicht. Muss man ja echt sagen. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt danach in die nächste Partie. Und auch hier starten wir wieder eine Offensive in dieser Partie. Kommt uns ganz gelegen, muss ich sagen. Und geht natürlich vorwärts. Weil einige gefragt haben, wo man die Trikots kriegt. Wie gesagt, hinten in den Sets, da gibt es Mad Gear, heißt das Ganze. Und da kann man dann so Handschuhe und so weiter einlösen. Von Ultimate Team. Und damit unter anderem auch dieses Jersey hier holen. Hier ist auf jeden Fall rein in die Partie. Ich bin gespannt. Ich habe gar nicht gesehen, was der Gegner so für Spieler hat. Auf jeden Fall ganz interessante Jerseys auch er. Und hier die linke Seite scheint schon mal die starke zu sein, aber man weiß ja nie, wie gut ist das Overall, der Spieler da ist. Dementsprechend hier, ja, gut gemacht von uns. Adrian Peterson beinahe zum First Down gelaufen. Sehr schön, 10 Yards Raumgewinn. Die Andrew Hopkins ist natürlich schneller als der Corner. Oh, gut verteidigt. Gibt's ja gar nicht. Hopkins wäre da hinten frei geworden, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, jetzt spielen sie auch Press, ist natürlich gefährlich, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist gefährlich, was die hier machen, aber das ist der Fumble. Dann bekommen wir den Ball wieder. Was ist denn das für eine Partie hier? Hunter Hightower, 3. und 20 jetzt für uns. Double Goes, jetzt schicken wir aber auch mal Graham hier auf die Streak. Und die Marco in den Block, jetzt bin ich extrem gespannt hier, was dann daraus wird. Und dann guckt euch diesen Blitz an, das gibt's ja gar nicht, Darius Slay. So, Fake Punt, Fullback Blast. Hat nicht gereicht, Mann. Schade. Sehr, sehr ärgerlich, aber egal. So, Strafe bekommen. Sehr bitter. So, wir blitzen wieder rein. Versuchen natürlich vorbeizukommen. Ja, macht das gut. Der Gegner macht das gut. Und da geht zum Touchdown. Das kann nicht wahr sein. Der erste Spielzug. Und der Gegner geht zum Touchdown. So, Hopkins, der Blitz kommt wieder. Da ist Hopkins, da ist die Andrew Hopkins. Und das ist ein schöner neuer erster Versuch. Wir wollen natürlich jetzt hier, wie gesagt, auch versuchen, gut vorwärts zu kommen. Irgendwas Vernünftiges rauszuhauen, damit wir ziemlich solide hier in die Partie auch starten können. Graham natürlich auch ein guter Mann, der wird jetzt hier wieder blitzen. Und da haben wir Graham, da haben wir den First Down. Wichtig halt, dass wir schnelle Pässe machen oder gegebenenfalls jetzt hier vielleicht auch versuchen, einmal so über den Pitch ihn komplett auseinanderzunehmen. Das gelingt normalerweise dann auch ganz gut. So, ab geht die Party, ab geht die Party. Das ist Adrian Peterson und das ist ein lockerer First Down. So, wieder ein Toss. Ah, das machen sie gut. Das verteidigen sie auch gut. Muss man ihn lassen. Also die erste Partie war ja noch so, wow, ganz easy. Die zweite Partie jetzt schon ein bisschen spannender. Aber so soll es doch eigentlich auch sein, würde ich mal behaupten. RB ist blank hier. Graham locker zum First Down. So, First and Goal. Oh, beinahe der Pick, haben wir ein Glück. Gott, oh Gott. So, nächster Spielzug. Ja, gut gemacht, Hopkins. Sicherer Catch. So, und der Pick, gut gemacht, gut gemacht. Aber das ist ein Safety. Das ist ein... Da komm, das war ein Safety. Ach, hör doch auf. So, ja, da geht's, Laufspielzug, rauf da, Jungs, rauf da und dann super gemacht, ganz ehrlich, was macht der hier? Oder was machen wir jetzt hier? Das kann nicht wahr sein, das ist doch absolut beschissen, was wir jetzt hier rauszaubern. So, nächster Spielzug, rauf da, ja, oh Mann, er spielt echt souverän hier, muss man sagen, schön abgeräumt von uns. Aber wir brauchen jetzt mal einen Turnover oder sowas. Oh Mann! Absolut beschissen. 12 Yards nur noch. So, ab dafür, rauf, komm, gestoppt. Zweiter Versuch. Und 10. Naja, nicht ganz. 2007. Nächster Spielzug, komm. Turnover, Turnover, Turnover. Rauf da. Peterson stoppt ihn. Dritter Versuch. Kein Touchdown. Immerhin. So, rauf, komm schon, komm schon, komm schon. Gut gemacht. Das ist kein. Das ist. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, oder? Das ist jetzt kein First Down. Das kann nicht wahr sein. Das gibt es doch wohl nicht. Was ist das denn bitte? Was ist denn hier los?
Worauf der Lauf kommt, das ist kein Touchdown. Zweiter. So, ab durch die Mitte, das ist ein Touchdown. 14-0. Meine Güte, was ist los bei uns? Also da, das erste Spiel war gut, das zweite Spiel ist die Katastrophe an sich. Eieieiei. So, nächster Spielzug, rauf, sehr gut. Naja, bis an die 32 ist ganz okay, glaube ich. Aber wir müssen jetzt einen Touchdown machen. Wir brauchen einen Touchdown. So, Peterson. Sehr schön, guter Spielzug. So, Thomas. Was haben wir da? B ist frei, aber das könnte bald der Pick sein. Das kann nicht wahr sein. So, Halfback Slipstream wieder. Der ist nicht so gut. Dritter Versuch. Ah, Mensch. Wo ist unser Hirn geblieben? Gerade ist es irgendwie weg. Halfback Wheel oder PAF Slide eventuell zum Beispiel. So, zusehen. Ja, Pick, ach, fick dich doch, Junge. Ach, pick dich doch. Junge, pick dich doch. Hör doch auf. Mann. Ach, komm, ey. So, rauf der Jurel Casey. Jetzt liegt er mal am Boden. Sehr schön, 2010. Oh, und er liegt wieder am Boden. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und er wirft den Ball tief. Er wirft den Ball tief. Und das ist ein Catch. Nein, ist kein Catch. Incomplete. Dritter und 10. So, wieder drauf da. Und diesmal hat er den First Down. Oh Mann, ist doch doof. Wir wollen Druck machen. Ganz klar, wenn er jetzt hier die Punkte macht, dann machen wir den Rage Quit an der Stelle. Weil vor allen Dingen jetzt ist es einfach so eine Geste der Fairness und es ist einfach ganz normal in Madden 17 geworden. Naja, beinahe der Pick von uns, aber leider außerhalb 2010. So, ab dafür. Ja, wieder gut gemacht. Also jetzt kriegen wir vielleicht auch mal so ein bisschen Druck rein. Und wieder gesackt, wieder am Boden. 4 und 10. Oh Mann, und er geht hier Tatsache. Er probiert es aus. Champ Bailey hat den Ball. Wir haben noch 9 Sekunden. So, ab dafür. Ah, ist vielleicht frei. Und das kann nicht wahr sein. Der nächste Pick von uns, 4 Sekunden noch zu spielen. Ah, der pickt uns alle. Der macht, der spielt ein gutes Spiel hier. Muss man einfach sagen, muss man ihm lassen. So, rauf da. 2, 1. Und da haben wir Wilson, auch den gepickt. Aber gut, das hilft ja nichts. Und er startet jetzt in der Offensive. Wie gesagt, wenn er jetzt punktet als nächstes, dann werden wir wohl das Spiel verlassen, weil das einfach dann die faire Geste wäre. Er spielt ein gutes Spiel. Wir spielen relativ unkonzentriert, leider, muss man sagen. Sehr ärgerlich. So, dritter und 3. Wir gehen rauf. Wir gehen rauf. Ja, gut gemacht. Collins. Und da Peterson stoppt ihn letztlich wieder. Aber er geht hier gut vorwärts. Stück für Stück ernährt sich, oder mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So sagt man es ja. Ja, wieder gestoppt, aber es reicht einfach nicht. Es ist so. Er geht so kontinuierlich nach vorne. 2005. Ja, komm. Ich dachte, wir picken ihn. Dritter Versuch. Wir picken ihn nicht. Dritter und 2. Vielleicht mit einem Blitz probieren. Das ist riskant. Aber wir gehen einfach mal aufs Ganze. Wir versuchen einfach mal hier irgendwas Gutes hinzubekommen. Laufen daneben. Und dann kriegt er den Hit, aber es ist kein Fumble. Und dementsprechend schon wieder ein neuer erster Versuch. So, ab dafür. Nächster Spielzug. Schön verteidigt. Gut attackiert. Gut raufgegangen. 2010. 3, 2. Und da haben wir den Pick. Und das ist Collins. Und das ist Collins. Und da sind wir wieder im Spiel. Und da sind wir wieder im Spiel. Pick 6 hier von unserem zweiten Mittellinebacker. Genauso und nicht anders soll es sein. Richtig, richtig schön. Und wir haben uns jetzt selber wieder zurück in diese Partie gebracht. So, Sue, rauf da, schön verteidigt, das gibt's doch wohl nicht. Rauf da, stopp den Jungen doch. So, Cover 3. Big Ben. Und das ist hoffentlich ein Pick. Und das ist kein Pick, weil der Idiot dazwischen springt. Unser eigener Spieler, wie inkompetent bist du? Jetzt muss ja auch wieder der Pass kommen. Big Ben. Weiter Ball. Und der ist zu weit geworfen, 4. und 17. Wir bekommen die Chance,
auf den Ausgleich in dieser Partie. Das kann nicht wahr sein. Richtig gut. Wir sind mal zu Punt Safe Man gewechselt. Einfach, weil man die Gegner erkennt. So, er puntet ihn dahin. Ist ganz okay. Ziemlich interessant. Ted Ginn bekommt den Hit. So, Peterson. First down. So, PA Post. Ja, wegwerfen den Ball. Besser ist das. So, Graham. Ja, safe der Junge. First down. Oh, schön gemacht. Peterson, da fällt er hin. Was bist du denn für ein Eumel? 2:03, 2 Minuten 53. Wieder Graham, wieder First Down. Wir arbeiten uns hier langsam nach vorne. So, Lauf durch die Mitte. Wieder Adrian Peterson und das ist wieder souverän. Also wenn wir das Ding hier noch umdrehen, ne? Also wenn wir das Ding noch umdrehen, dann fresse ich einen Besen. Das kann ja nicht wahr sein. Timeout jetzt beim Gegner. So. Wieder Laufspielzug. Peterson, First Down. So. Ja, wieder gut gemacht. AJ Green, First Down. 9 Yards noch zu spielen. Oh, gut erwischt. Wir hatten den zweiten und den Schuss und dann gehen wir jetzt den dritten und 9. Das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Und da muss man auch eigentlich hinterher sein. Das kann echt nicht wahr sein. Das ist doch absolut zum Kotzen. Ach, komm, ab dafür. Ja, dann pickt er ihn selber wieder. Es ist doch scheiße. Es ist doch absolute Scheiße. Mann! Wir sind noch mal rangekommen, aber es wird wahrscheinlich am Ende des Tages einfach nicht reichen. Und das wäre mehr als ärgerlich. Oh, man raucht da. Komm schon. Und jetzt haben wir hier den, ja, immerhin den Spielzug gestoppt. Nur mal ein Timeout nehmen. So, ab dafür. Drauf, Julio Jones, sag ich schon. Das ist natürlich Rashard Jones, der fällt, glaube ich, jetzt in echt sogar die ganze Saison aus. So, jetzt haben wir aber verloren, leider die Partie. First Down geholt. Bitter, das Ding ist rum. Können wir rausgehen. War eine tolle Partie hier für den Gegner. Gut gespielt. Das hat am Ende nicht gereicht für uns. War stellenweise nicht ganz konzentriert leider von uns gespielt. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Das ist klar. Ja, Feedback in die Kommentare. Vielleicht beim nächsten Mal Draft Champions, wenn ihr da Lust drauf habt, wenn sie am Team nicht so viel tut. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann sehe ich das ja und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Check Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat aus. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Raphael von GameTastical HD.